Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Video Days, das größte YouTuber-Event in ganz Deutschland und so viel ich weiß sogar in ganz Europa, da bin ich mir nicht ganz sicher. Das hätte ich vielleicht mal noch irgendwie besser recherchieren sollen. Auf jeden Fall, TubeNow ist natürlich auch vor Ort und wir werden auch für euch da draußen berichten, werden viele Menschen interviewen und ich hoffe, ihr da draußen habt ebenso viel Spaß, wie wir hier auch haben werden. I junk in all the right places. I see the magazines working at Photoshop. We know that shit. Du bist Concrafter, du bist Luca, bist 5 Jahre alt und spielst Computerspiele, so steht es zumindest auf deinem YouTube-Kanal in deiner Kanalbeschreibung. In so jungem Alter schon zu so großem Erfolg, wie schafft man das? Ja, ist auch oft einfach ein Problem wegen der USK bei den Spielen. Also wenn die Spiele dann ab 12 oder auch schon ab 6 sind, darf ich die halt einfach noch nicht spielen. Also ich bin nicht aufgeregt, es fühlt sich extrem gut an. Die Aufregung ist immer so zwischendurch mal, wenn irgendwas nicht funktioniert, wenn ein Anruf kommt, oh Gott, der und der ist gerade ohnmächtig geworden, das hatten wir gestern, aber demjenigen geht's wieder gut. Die Lochis, wir warten auf die Lochis. Und Bink und Brady. KFT-Son und die Lochis. So als Mutter, so mit dabei, kann man das verstehen? Den Hype, den solche Lochis mittlerweile teilweise durchaus auslösen können? Ganz ehrlich, nein. Ich kann es nicht verstehen. Aber nun, irgendwann müssen sie haben, was ich als Mutter vielleicht nicht unbedingt verstehen kann. Aber wenn es gefällt, sollen sie machen. Ja genau, der Survival Guide, das ist toll, das Format Jonas Diary. Da ging es halt immer darum, auf irgendwie eine humorvolle Art Dinge darzustellen, gerade in der Pubertät, wo Leute vielleicht echt irgendwelche Probleme hatten, Probleme, die auch ich hatte. Und gleichzeitig den Leuten irgendwie auch klar zu machen, das ist ganz normal und dass man damit auch kein Problem haben muss. Ja, nach dieser ganzen Sabotageaktion war der Rückhalt in der Community einfach so riesig und auch einfach unter den YouTubern. Also Simon Unger hat das geteilt, Julian Bam hat gesagt, so eine Kackaktion, guckt mal, was da los ist. John hat noch geteilt und ganz viele Leute, das hat mich erstmal super gefreut. Wenn man die Menschen so gut und so nah kennt, ist es da wirklich noch möglich, eine differenzierte und objektive Berichterstattung zu machen? Ja, nee, doch, auf jeden Fall, klar. Na, wenn Leute irgendwie Scheiße bauen, dann muss ich das halt auch sagen, das ist mein Job. Ne? Also, gern ich Leute mag, wenn ich darauf Rücksicht nehmen würde, dann würde ich meine Arbeit nicht richtig machen. Ne? Deswegen muss ich manchmal vielleicht auch Dinge sagen, die nicht so geil finden. Ja, und wenn ich dann Leute sehe, die Kinofilme produzieren oder... Wobei es da jetzt auch einen englischen Kinofilm ja gibt von Smosh. Ja, aber ein bisschen anderer Ansatz. Aber die Qualität ist, glaube ich, doch irgendwie... Ein bisschen anderer Ansatz. Sag mal so, der Personenkult scheint mir hier deutlich überzeichneter zu sein. Ich weiß nicht warum, ich verurteile es auch nicht. Also nicht, dass das jetzt falsch rüberkommt oder so. Es ist nur als Beobachter aus einer anderen Perspektive etwas. Da denkt man sich manchmal, wow. Der rote Teppich ist vorbei, oder man muss eigentlich korrekterweise sagen, der rosa Teppich, der hier in denselben Farben geschmückt ist wie unser wunderschönes Pressebändchen. Denn die Telekom ist natürlich auch offizieller Sponsor der Video Days. Und nein, wir bekommen kein Geld dafür, dass wir das hier jetzt erwähnt haben. Schön wär's. Das Gekreische ist trotzdem noch groß, denn da hinten im Hintergrund befindet sich noch eine Bibis Beauty Palace, die natürlich die Herzen erregt und dafür sorgt, dass kleine pubertierende Mädchen kreischen. Und drinnen geht dann jetzt relativ bald auch die Show los. Ja, Flyer verteilen funktioniert auf jeden Fall. Und das Interessante ist, ich habe jetzt tatsächlich auch schon Nachahmer gefunden. Es gibt andere Leute, die jetzt auch Flyer verteilen. Aber ich kann immer sagen, ich habe schon Flyer verteilt, bevor es cool war, falls es jemals cool werden sollte. Verteile Flyer jeden Tag, weil ich Flyer verteilen so gerne mag. Verteile Flyer jeden Tag, weil ich Flyer verteilen so gerne mag. Ja, schon. Das Einzige, was mich abfuckt, ist YouTube an sich.
die sind einfach, das sind wirklich Fotzen, die Leute da. Der Algorithmus hat wirklich die Möglichkeit, kreativ zu arbeiten, kaputt gemacht. Wenn du nicht 2 Videos die Woche machst, stürzt der Kanal ab. Das passiert bei mir auch gerade, weil ich schaffe ein Video die Woche, weil ich mache noch das Netzwerk, ich mache noch mit jetzt gerade Bullshit TV was zusammen. Also wir haben einfach, wir arbeiten in dem Bereich und dann kommst du nicht hinterher, obwohl ich meine Formatenliste, ich habe schon wieder 40 neue Formatideen und so geilen Scheiß dabei. Die Video Days 2015 gehen zu Ende. Ich für meinen Teil bin fix und alle und müde und fertig und freue mich sehr auf mein Bett. Ich für meinen Teil habe jetzt tatsächlich auch so die letzten beiden Tage gar nicht so extrem viel von den Video Days als solchen mitgekriegt, weil ich halt viel damit beschäftigt war, Interviews zu führen und irgendwo in welchen Pressebereichen rumzurennen. Ich hoffe trotzdem, dass ihr da draußen ein bisschen Spaß hattet mit diesem Video und etwas mitnehmen konntet. Ihr findet jetzt am Ende dieses Videos natürlich wie üblich hier unten 2 weitere Videos. Direkt in der Mitte unter mir findet ihr die Möglichkeit zu abonnieren, um dran zu bleiben, um nichts mehr zu verpassen, was hier auf dem TubeNow-Kanal so passiert. Und oben in den Ecken verteilt findet ihr noch die privaten YouTube-Kanäle von mir und den Menschen da hinter der Kamera, dem guten Mary Mania. Da dürft ihr natürlich auch gerne mal reinschauen und ich bin müde. Ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht.